Ja, in der Eifel ist was los. In dieser Woche Kanzler Scholz und Ministerpräsident Wüst, also Bundesrepublik und NRW, prominent vertreten bei uns in der Eifel. Es geht um die Windräder. Es geht um die Frage Energieversorgung versus Naturschutz. Es geht auch um die Fragen, wie groß dürfen, sollen, müssen die Abstände der Windräder zur Bebauung sein. Das sind natürlich Themen, die uns alle hier in der Heimatregion interessieren. Viele Journalisten aus ganz Deutschland, aus Berlin etc. sind auch hier. Großes Polizeiaufgebot, der Kanzler und der Ministerpräsident in der Eifel bei uns.